Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier um das sogenannte TT-System, welches in Deutschland sehr oft eingesetzt wird. In gewisser Weise steht es in Konkurrenz zum TNCS-System. Daher wird in diesem Video an der einen oder anderen Stelle auch das TT-System mit dem TNCS-System verglichen. Dieses Video wendet sich an Auszubildende in Elektronikerberufen und hat nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Es geht also darum, die Grundlagen zu erlernen. In der Praxis muss jeder Fall einzeln von erfahrenen Elektrofachkräften beurteilt werden. Das ist mir hier sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Netzsysteme bestehen ja grundsätzlich aus drei Spulen, in denen wird jeweils eine sinusförmige Wechselspannung mit einem Effektivwert von 230 Volt erzeugt, U1, U2 und U3. Diese sind zueinander phasenverschoben. Die Spulen können sekundärseitige Spulen von Transformatoren sein oder auch Spulen in Generatoren. Auf der einen Seite werden diese Spulen zum Sternpunkt miteinander verbunden, auf der anderen Seite werden sie als drei Außenleiter L1, L2 und L3 in die Anlage gezogen. Die vierte Leitung wird in diesem Fall als Neutralleiter mit in die Anlage gezogen. In den Lehrbüchern ist das TT-System nun so dargestellt, wie wir das auch hier sehen. Das kommt aber in der Praxis so kaum vor, denn in der Praxis wird immer ein gemeinsamer PE verwendet. Der erste Buchstabe T im TT-System bedeutet, dass der Sternpunkt mit dem Erdreich Terra verbunden ist. Also hier der Sternpunkt wird über den Betriebserder mit dem Erdboden verbunden, genauso wie im TNCS-System. Der zweite Buchstabe, das zweite T, bedeutet eine direkte Erdung der Körper der Betriebsmittel. So beschreibt es die Norm. Das sehen wir in diesem Bild dargestellt. Hier sehen wir einen Toaster, der an einen Schutzleiter angeschlossen ist und direkt mit dem Erdreich verbunden wird. Man gewinnt fast den Eindruck, als müsse jeder Körper einzeln mit dem Erdreich über einen einzelnen Anlagenerder mit der Erde verbunden sein. Das ist natürlich nicht der Fall, denn die Vorschriften lassen ausdrücklich zu, dass ein gemeinsamer Schutzleiter für alle Betriebsmittel verwendet werden darf. In der Praxis sieht das TT-System daher wie folgt aus. Es verfügt über die drei Außenleiter, über einen Neutralleiter und über einen gemeinsamen Schutzleiter, der mit dem Anlagenerder verbunden ist. Es gibt also nur einen Anlagenerder und nur einen Schutzleiter. Wir sehen hier einen Körper eingezeichnet. Dieser Körper ist mit dem Schutzleiter verbunden und erfährt daher die direkte Verbindung über den Anlagenerder mit der Erde, so wie die Norm das fordert. Es gibt also innerhalb dieses Systems die gleichen fünf Leitungen wie im TNCS-System. Die Anlagen sind daher, wenn man sich weit hinten in der Anlage befindet, kaum voneinander zu unterscheiden. Die Elektroinstallation ist auch im Wesentlichen dann gleich. Der Neutralleiter und der Schutzleiter sind aber nun innerhalb dieser Anlage nicht miteinander verbunden. Wir sehen hier eine völlige Trennung des Schutzleiters vom Neutralleiter innerhalb der Anlage. Über die Erde jedoch sind sie miteinander verbunden. Über den Anlagenerder, das Erdreich, den Betriebserder, sind der Neutralleiter und der Schutzleiter nun doch miteinander verbunden. Da eine Elektrofachkraft die beiden Systeme unbedingt voneinander unterscheiden können muss, gehe ich hier nochmal auf den installationstechnischen Unterschied zwischen diesen beiden Systemformen ein. Wir sehen hier ein TT-System mit dem Anlagenerder, mit dem Neutralleiter, der zur Anlage gezogen wird, und hier dem Schutzleiter. In dem Moment, wo innerhalb der Anlage der Schutzleiter mit dem Neutralleiter verbunden wird, mache ich aus dem T-System ein TNCS-System. So einfach ist das also installationstechnisch durchzuführen. Man muss aber bedenken, dass das ein sehr weitgehender Eingriff in die Anlage ist und sich dadurch die Vorschriften an manchen Stellen stark verändern. Also das ist schon ein schwerwiegender Eingriff in die Anlage. In dem Moment, wo ich diese Brücke hier reinbringe, heißt der Erder innerhalb der Anlage auch nicht mehr Anlagenerder, sondern er erweitert dann den Betriebserder und muss streng genommen dann auch Betriebserder heißen. Und die vierte Leitung, die mit in die Anlage geführt wird, heißt dann auch nicht mehr Neutralleiter, sondern PEN-Leiter. Zunächst möchte ich nun auf den Hauptvorteil des TT-Systems gegenüber dem TNCS-System eingehen. Wir sehen daher im Vergleich dazu das fehlerhafte TNCS-System. Beim TNCS-System gibt es ja eine Verbindung zwischen dem Schutzleiter und dem Neutralleiter, wie bereits eben erwähnt. Das ist durch diese Stelle realisiert. Und wenn nun an dieser Stelle der PEN-Leiter bricht, stehen die Körper der Betriebsmittel über diese Verbindung, wenn denn nur ein einziger Verbraucher eingeschaltet ist,
gegenüber Erde unter Spannung. Und nicht nur die Körper dieses einen Betriebsmittels, sondern alle Körper, die an diesen Schutzleiter angeschlossen sind und außerdem auch alle Teile, die mit den Körpern verbunden sind. Das ist ein Riesennachteil des TNCS-Systems. Und genau das kann im TT-System nicht vorkommen, weil es diese Verbindung zwischen N und PE überhaupt nicht gibt. Auch bei einem eingeschalteten Verbraucher ist der Außenleiter L1 über den Verbraucher nicht mit dem Schutzleiter und damit auch nicht mit dem Körper in der Anlage verbunden. Daher kann auch kein Pennen brechen, der ist schlicht nicht vorhanden. Und somit kann die hier dargestellte sehr böse Situation im TT-System nicht auftreten. Über das zu installierende System bestimmt grundsätzlich der Netzbetreiber in den technischen Anschlussbedingungen. Das kann der einzelne Elektriker also nicht auswählen. Immer dann, wenn die Gefahr besteht, dass der PEN-Leiter brechen könnte, wird der Netzbetreiber vorschreiben, dass ein TT-System eingerichtet wird. Früher war es so, dass in ländlichen Gebieten viel länger Oberleitungen gezogen wurden als in städtischen Gebieten und daher dann auch in ländlichen Gebieten viel häufiger das TT-System vorgeschrieben wurde als in städtischen Gebieten. Daher gibt es die sehr grobe Einteilung nach städtischen und ländlichen Gebieten hinsichtlich der Netzsysteme. Das ist natürlich eine sehr grobe Einteilung, die man nicht wirklich ernst nehmen kann. Denn selbstverständlich gibt es auch Großstädte, in denen Oberleitungen installiert sind. Und in diesen Abschnitten ist dann mit Sicherheit kein TNCS-System, auch nicht in der Großstadt installiert. Das TT-System hat nun also den Vorteil, dass die Körper der Betriebsmittel auch beim Bruch der vierten Leitung gegenüber Erde nicht unter Spannung stehen können. Aber das TT-System hat auch Nachteile. Denn man muss sich klar machen, dass im Falle eines vollständigen Körperschlusses, wie er hier dargestellt wird, der Fehlerstrom nur über diese eine Verbindung zum Sternpunkt zurückfließen kann. Der Stromkreis wird also nur über das Erdreich geschlossen. Und das ist eine recht hochohmige Verbindung. Gerade hier in der Anlage der Anlagen ist das recht hochohmig. Es gibt hier keinen Weg zum Sternpunkt an dieser Stelle, weil diese Verbindung schlicht nicht gegeben ist. Dadurch können die Abschaltzeiten, die in den Anlagen gefordert werden, nicht eingehalten werden. Das ist ein Riesennachteil des TT-Systems. Außerdem ist es ein Riesennachteil im TT-System, dass mit einem schlechten Anlagenerder oder sogar mit einem völlig fehlerhaften Anlagenerder die Funktion des Schutzleiters weitgehend oder sogar vollständig verloren geht. Im TT-System muss besonders darauf geachtet werden, dass der Anlagenerder in einem guten Zustand ist. Sollte man eine hohe Schleifenimpedanz im TT-System messen, so liegt der Verdacht nahe, dass der Anlagenerder zu hochohmig ist. Da muss man dann also auf jeden Fall hinschauen. Dieser Nachteil, dass die Sicherungen in den TT-System erst viel später auslösen als im TNCS-System, wenn denn ein vollständiger Körperschluss auftritt, war rückblickend teilweise sogar ein Vorteil, denn da man die Abschaltbedingung in den TT-Systemen früher nicht einhalten konnte, hat man auch früher schon in den TT-Systemen de facto fast immer die ganze Anlage mit einer RCD, also mit einem FI-Schutzschalter, geschützt. Dadurch waren die Anlagen insgesamt viel sicherer. In TNCS-Systemen hat man dann aber häufig nur die Anlagenteile mit einer RCD geschützt, die man ausdrücklich mit einer RCD schützen musste. Dadurch findet man heute noch viele alte TNCS-Systeme, in denen zum Beispiel nur der Raum mit Badewanne oder Dusche über eine RCD geschützt wird. In den TT-Systemen ist es schon lange üblich, die ganze Anlage mit einer RCD zu schützen. Hier wird also der vermeintliche Nachteil an dieser einen Stelle sogar zu einem Vorteil. Aber der Nachteil, dass beim Bruch des Anlagenerders gar kein Schutzleiter mehr zur Verfügung steht, der ist dadurch natürlich nicht auszumerzen. Ja, das war es auch schon. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den installationstechnischen Unterschied zum TNCS-System nahebringen. Wir sehen also hier nochmal das TT-System, das durch diese Brücke zu einem TNCS-System würde. Ich hoffe, ich konnte Ihnen auch nahebringen, dass beide Anlagen ihre Vor- und Nachteile haben. Bedenken Sie bitte, dass es von Region zu Region in Deutschland häufig sehr unterschiedlich ist, welches System eingesetzt wird. Manchmal gibt es nicht mehr unbedingt sachliche Gründe dafür, warum in kleineren Städten noch
TT-Systeme eingesetzt werden. Das hat sich da so eingebürgert und es bleibt dann auch häufig einfach dabei, obwohl längst Erdkabel gelegt sind und gar keine Gründe mehr dafür bestehen, noch zum TT-System zu greifen. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und natürlich noch mehr über ein Abo und danke vor allem für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.